In Schauplatz Südwest wird vom Kriegsende und vom Neuanfang erzählt. Im Frühling 1945 ist es schön warm. Da fliegen die Bienen, aber auch noch die Tiefflieger. Die Ausstellung zeigt ausschließlich inszenierte Bildräume. Auf erklärende Texte wird komplett verzichtet. Das ist außergewöhnlich. Die Wirkung von Räumen, die Kraft von Bildern, die Macht der Inszenierung. Das sind die Mittel, mit denen das Haus der Geschichte Baden-Württemberg seine Ausstellungen gestaltet. Bildräume helfen den Besuchern, sich in eine Zeit zurückzuversetzen, einzufühlen. Komm mal her. Das ist ein russischer Entlassungsschein. Witold. Es wühlt einen innerlich auf und, wie soll ich sagen, dann kommt da an für sich die ganzen Bilder dieser damaligen Zeit wieder so richtig einen vor Augen und es macht ein bisschen fertig. Man will es vergessen. So wird Geschichte erlebbar und erfahrbar. Zwar hat meine Mutter dann schnell, noch bevor wir weg sind, so einen alten Aluminiumkochtopf geholt und hat eine Gans geschlachtet und das eingebraten. Und so hatten wir dann für unterwegs ein bisschen was für aufs Brot. Kiste war ja zur gleichen Zeit Sitzgelegenheit, gell? Was fällt dir denn ein? Jetzt willst du Bilder mitnehmen. Wir haben doch andere Sachen, die viel nötiger sind. Geschenke, na, die gab es nicht. Eine Schüssel, eine Waschschüssel mit einem Krug. Die Schüssel habe ich heute noch. Eine Ausstellung über ein Flüchtlingslager in Stuttgart-Zuffenhausen. Alltagsdinge als Exponate. Lebendig gemacht durch Interviews mit Zeitzeugen, die mit ihrem Dialekt, ihrem Tonfall und ihrer Emotionalität die Besucher direkt ansprechen. Statt Vitrinen gibt es Kisten. Ein Symbol für Flucht und Evakuierung. Schlagzeilen berichten von Aufstand und Revolte. Heute ist Freiheit. Erzählt von den aufständischen Bauern im Odenwald in der Revolution 1848. Obwohl es kaum noch Exponate aus dieser Zeit gibt, vermitteln die Raumbilder den Besuchern die damalige Stimmung. "60 Jahre Baden-Württemberg. Ein Anlass, sich mit den Beziehungen zu den Nachbarn Frankreich und Schweiz zu beschäftigen. Der Nachbar ist Feind, Machthaber, Verbündeter, Retter, Gastgeber und Freund. Auch wenn die Nationen gegeneinander Krieg führen, verlieben sich die Menschen über die Grenzen hinweg. Solche Geschichten werden in der Ausstellung erzählt. Mit Außeninstallationen geht die Inszenierung auf den Straßen in Freiburg weiter. Überall dort, wo es Geschichten zum Nachbarn Frankreich zu erzählen gibt. Spurensicherung. Eine Dauerausstellung an einem historischen Ort. Der ehemaligen Synagoge in Haigerloch. Nur noch Fragmente erinnern daran, dass es einmal 3 jüdische Gemeinden in Hohenzollern gab. Das Wenige, das erhalten ist, wurde aus der ganzen Welt zusammengetragen. Aber auch die Spuren im Gebäude sind gesichert worden. Ein Projektor zeugt davon, dass in der ehemaligen Synagoge nach dem Krieg ein Kino war. Im Ulmer Einsatzgruppenprozess standen Mörder aus dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht. In sogenannten Einsatzgruppenkommandos hatten sie ganze jüdische Gemeinden vernichtet. Es war jedenfalls im Sommer 1941, fuhr ich gegen 23. Auf beklemmende Weise zeigt die Ausstellung, die Mörder sind unter uns, wie integriert die Täter nach dem Krieg in der Gesellschaft waren. Geschichte, die noch qualmt. Also die aktuelle gesellschaftliche Debatte ist immer relevant für das Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Auch Ereignisse, die noch lebhaft diskutiert werden, eignen sich als Ausstellungsprojekt.
Zum Thema Stuttgart 21 wird der Bauzaun vom Nordflügel des Hauptbahnhofs zum Exponat. In seiner gesamten Länge und mit allen Plakaten. Die große Besucherresonanz zeigt, wie wichtig das historisch-politische Museum auch als Diskussionsforum ist. Grenzwege erzählt vom Schweizer Grenzgebiet zur Zeit des Nationalsozialismus. Es geht um Widerstand und Denunziation. Um Fluchthilfe und Schriftenschmuggel. Wie so oft sind die Räume entscheidend für das Erlebnis. Ein großer Teil der Ausstellung wird in zeitgenössischen Eisenbahnwaggons der 30er Jahre inszeniert. Es werden wirklich die Gefühle geweckt, die dabei nötig sind zu diesem Thema. Es wird in Erinnerung gerufen, was war, sehr deutlich. Und dieses Tunnelgefühl, um dann in der Schweiz zu landen, als Darstellung zu wählen, hervorragend. Wie stellt man einen Film aus? Bei Jud Süß, dem berüchtigten Nazi-Hetzfilm, stellt sich eine besondere Herausforderung. Etwas zu zeigen, was man eigentlich nicht zeigen darf. Auch heute noch ist es verboten, den ganzen Film zu zeigen. Die Ausstellung verwandelt diese Beschränkung in ein Stilmittel. Der Film wird in viele kleine Sequenzen zerlegt und parallel dazu erläutert. So zeigt sich deutlich, wie infam der Antisemitismus hier inszeniert wurde. Das Haus der Geschichte ist ein Haus der Geschichten. Es erzählt die Landesgeschichte Baden-Württembergs, indem es die Menschen mit ihren Erzählungen in den Vordergrund rückt. Ich habe zu diesen Gegenständen, die Sie jetzt hier einräumen, noch etwas in meiner Bibliothek gefunden. Es ist ein kleines, neues Testament, eingebunden in eine Gasplane, das hatte damals jeder Soldat als Ausrüstung gegen Senfgas. Und wenn Sie in diesem Neuen Testament dann mal herumblättern, finden Sie einige Stellen rot angestrichen, ein Zeichen, dass man sich mit denen besonders beschäftigt hat. Ich darf vielleicht nur eine zitieren, um zu zeigen, was uns damals geholfen hat, diese Zeit zu überleben. Aus dem Johannesevangelium: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dieses Wort hat natürlich eine völlig neue Dimension für uns bekommen. Ich darf Ihnen das also feierlich überreichen. Vielen Dank, Herr Möhring. Wir haben ja bereits ein Buch, auch mit Anstreichungen, einen Faust, und ich glaube, das fügt sich ganz schön zusammen. Literatur und Religion, Glaube, vielleicht so die beiden Eckpfeiler, die Ihnen geholfen haben, diese schwere Zeit zu überstehen. Zum Thema Flucht und Vertreibung fällt den meisten Menschen ein: Kistensäcke, Bollerwagen. Frau Luthum-Lenger, Sie haben diese Ausstellung gemacht. Wo sind die? Die sind bewusst im Depot geblieben. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung sollte nicht ein weiteres Mal der Leidensweg von Flucht und Vertreibung stehen, sondern es geht um die Ankunft in der neuen Heimat. Hinter Karten und Zahlen treten bald die Menschen hervor. In den kleinen Häuschenvitrinen sind die Geschichten der Heimatvertriebenen dargestellt. Im Zusammenspiel zwischen der alteingesessenen Bevölkerung und den Zugezogenen entsteht eine neue Gesellschaft.
Das Geburtshaus von Matthias Erzberger in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb ist heute eine Erinnerungsstätte. Sie erzählt die Lebensgeschichte des Politikers, der ein wichtiger Wegbereiter der Demokratie war. Er unterzeichnete den Waffenstillstandsvertrag des Ersten Weltkriegs und wurde deswegen von Nationalisten ermordet. Fußball in Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz. Ein großes Thema. Die Dramaturgie der Ausstellung folgt der Stimmungskurve eines Fußballspiels. Hier werden Erinnerungen an legendäre Momente wach. Uli Hoeneß schießt seinen Elfmeter in die Nacht von Belgrad. Die größten Triumphe neben den bittersten Niederlagen. Die Emotionen sind sofort präsent.